Jerome Kim, Nummer 16 auf der Junioren-Weltrangliste, der jüngste angesetzte Schweizer Tennis-Cup-Spieler. Ciao Jerome, wie fühlst du dich hier? Wie geht es dir? Es geht mir gut, ich bin gut angekommen, bin schon seit Donnerstag hier, weil ich eine Wildcard für die Quali hatte und dann rutschte Jack Sock ins Hauptfeld und Seve und Swiss Tennis haben mit Margot Rolli geredet und dann haben sie entschieden, dass ich die dritte Wildcard bekomme. Dann habe ich mich natürlich sehr gefreut und jetzt bin ich ready für das Hauptturnier. Es geht morgen los. Was sind deine Ziele hier? Ich versuche mein bestes Tennis abzurufen, wo ich in den letzten ein, zwei Monaten trainiert habe. Habe viel trainiert, habe viel gespielt. Bin froh, dass ich jetzt mal Turniere spielen kann und nicht immer am Trainieren bin. Aber ja, ich bin ready und gebe Vollgas. Die Schweizer Fans kennen dich gut und sie können sich sicher an deinen Sieg im Doppel zusammen mit Henry Lexinen im Davis Cup erinnern. Die Gegner Andrei Rublev und Evgeny Dolsko, der auch hier in Lugano spielt. Was waren deine Gedanken vor diesem Spiel als 15-Jährig? Motivieren dich diese Erinnerungen noch heute? Ja, auf jeden Fall, weil es war... Also, es war bis heute der Höhepunkt meiner Karriere, wo ich hatte. Leider hatte ich danach ein bisschen ein Tief, aber ich konnte mich gut fassen, wieder in eine positive Lage zu kommen. Habe dann wieder ein paar Matches gewonnen, aber da so an diese Momente zurückzudenken, ist sicherlich schön. Ich habe eigentlich damit schon so ein bisschen abgeschlossen zum Wiederschauen, was in der Zukunft passiert, aber ich erinnere mich immer gern wieder an diese Momente. Heute hast du deine Trainingsbasis in Kitzbühel, in der Akademie von Markus Gipf. Du trainierst oft mit Philipp Kohlschreiber, ehemaliger Nummer 16 der Welt. Was bringt er dir? Ja, er bringt mir sehr viel Positives im Training, er nimmt sich sehr viel Zeit, er redet mit mir, gibt mir Tipps. Sagt mir, was ich noch besser machen kann. Ich schätze das sehr und ich bin ihm sehr dankbar für die letzten 7 bis 8 Wochen, wo ich mit ihm trainieren durfte. Und versuche halt das jetzt, wo er mir sagt und auch mein Trainer Markus, wo ich viel zu verdanken habe, wo er mich aufgenommen hat im November, wo ich nicht wusste, wo ich hin soll. Und bin ihnen zwei sehr dankbar, dass sie mir so helfen und unterstützen. Und ich versuche jetzt einfach das zurückzugeben, so gut wie ich kann, indem ich meine Spiele so spiele, wie ich trainiere. Danke vielmals und viel Erfolg in Lugano.